700 Energie im Monat. Wer verliert Energie? Das war der. Tja. Tja. Würdest du nicht gerade Völkermord begehen, sähe ich mich in der Lage, dir zu helfen. Ja. Incoming Transmission. Völkermord, er schickt sie doch nur weg. Eben. Das ist eine große Umsiedlung zu den Advarian. Thomas, warum willst du mich als Protektorat? Ja, ihr wurdet, kurz wurde ja fast ausgelöscht. Fick die Scheiße wieder an. Westfalia hat voll auf die Fresse bekommen, will ich damit sagen. Westfalia, ich würde das nicht tun, wenn ich du wäre. Mei auch nicht. Tatsächlich warum? Auch nichts bauen kann. Das war doch gut, alle waren zufrieden. Anscheinend nicht. Ich war zufrieden, das reicht. Das kann man so sehen. Ey, die Elders sind ja gerade mega günstig zu haben. Ja, aber jeder Depp von denen übelst viel hat. Zugeschlagen. Danke, dass ihr den Preis instant in die Höhe treibt. Sehr kühl. Ja, ja, ich hab's auch nur gesagt, weil ich Elders verkaufen wollte, also dankeschön. Ist es etwa Marktmanipulation, was ich da sehe? Muss ich vielleicht eine kleine Strafexpedition hinschicken? Ich glaube, du musst eine Shortladder aufbauen. Ach, ich finde das war gut. Das kann ich wieder ein paar Planeten terraformen. Endlich. Jetzt Construction Tempest zerstört. Es hat ja nur 60 Jahre gedauert. Ja, die haben mich ein bisschen genervt jetzt gerade. Ach, dich haben sie genervt. Ja, weil ich da ständig immer hinfliegen musste, um die wieder abzuschießen. Wait, warum haben die Voidwoken ein System bei euch drin? Weil ich... Also die sind ja bei uns in der Föderation. Ja. Ja, und... Keine Ahnung, deswegen... Reicht dir das nicht als Erklärung? Genau, reicht dir das nicht als Erklärung? Warum haben die ein System mit 20 Dark Matter? Weil sie bei uns in der Föderation sind. Bei mir, manche von den Ents haben sich anscheinend auch dazu entschieden, zu Cyborgs zu werden. Okay. Wie kann man sich das vorstellen? Bist du nicht fanatisch, spielen oder gläubig? Das, ja, keine Ahnung. Ich kenne das Spiel nicht. Sagt ihr es mir, geht das? Anscheinend schon. Das war ja, das, was am Anfang versucht hat. Sich selbst, oder? Eigentlich ist das das krasse Gegenteil. Problem hatte ich ja mit. Du bist ein Arduino, ein Kabelbinder und eine Blume und zack, fertig. Ich habe es auch gerade bekommen, dass ich jetzt Cyborg Iranians habe. Keine Ahnung, wieso. Wir kriegen doch safe die Cyborg Endgame Crisis bei den ganzen Cyborgs, die wir haben überall. Kein gut sein. Wir haben doch gar nicht so viele Cyborgs. Sind komische Bäume, die bevorzugen eine aride Umgebung anstatt einer Waldumgebung. Das sind Kakteen. Ja. Können ich mal da aufwachen, die Empires? Was soll denn das? Wenn jetzt beide von Empires angegriffen werden, dann wird das dritte bei den Ents 100% gleich aufwachen. Nee. Glaube ich nicht. Warum sollt ihr das machen? Das wäre doch blöd. Was heißt denn das dann? Nix. Das dann heißt, hast du ein kleines Problem. Das kleine Problem wird ziemlich schnell ziemlich groß. Nein, du kannst dich einfach nicht unterwerfen. Wer will mir alles helfen, bei The Greater Good die Resolutionen durchzupushen? Niemand. Warum? Nein. Warte mal, Greater Good, das war doch normal. Achso, das ja, niemand. Workers Rights. Git. Sozialisten-Sachen werden hier nicht akzeptiert. Auch wenn wir natürlich wissen, Neoliberal und Sozialismus ist eigentlich das Gleiche. Workers Rights finde ich gut, da gebe ich einen Daumen hoch. Also ein ich like bin dafür, dass wir jedem Organischen einen Arbeitsplatz zusichern und wir Comfort im Vorhallen pushen. Eigentlich auch nicht schlecht. Und Comfort im Vorhallen finde ich sehr schön. Aber am witzigsten finde ich Sanktionen, weil wir noch keine haben. Ich habe echt noch gar keine? Wir haben viel zu wenig Bürokratie im Senat, das müssen wir ändern. Ich bin für mehr Sanktionen, gegen alles. Jetzt wird es auf jeden Fall, jetzt haben wir Zeitdruck. Was habt ihr denn? 100% Borgtauschen. Weil irgendjemand hier immer Korvetten oder Armeen wegwirft. Bin unschuldig. Klassischer Thomas. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Oh. Ohne Scheiß. Jetzt ist es echt bei denen hoch. Ey, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Nun,
Die ganze Zeit sage ich, hört auf damit. Womit aufhören? Die Scheiß vor anderen Voll-Empires anzugreifen, damit ihr den Scheiß da triggert. Jetzt so, das hat ja niemand hier die gemacht. Die haben uns angegriffen! Genau. Ich sagen, also ja, weil ich da gesiedelt wurde. Ich bin Pazifist, ich kann nicht mal Krieger erklären. Ihr habt da gesiedelt. Also was ist gerade passiert? Ich check nicht, was das ist. Fallen Empire oben links ist awakened. Mir ist doch scheißegal, die klatschen wir. Ja, Thomas, dann auf die! Los, hau so. Go get him, Tiger. Thomas, los. Do it. Pass. Du, Thomas, wenn du Bock hast, ich hab ein Stargate gleich daneben, also nur zu. Klatsch die weg, will ich sehen. Hä, wie viel sollen die denn haben? So viel können die doch nicht haben. Die sind schon im Millionenbereich, sind die schon. 20k Fleet Power haben sie auf jeden Fall. Die sind schon im Millionenbereich. Hm, die sind ja nur die stärkste Nation der Galaxis momentan gerade. Ah ja, aber Thomas kriegt Klatsch die weg, der auf Platz 7 oder so ist. Ja, locker. Ja, ich hab gerade einen Krieg geführt, ich darf keine große Flotte. Scheiße. Der haut erstmal 500 Korvetten rein, damit die War Exhaustion schon mal auf 80% hoch ist, bevor der Krieg überhaupt angefangen hat. Gut, Warm Heaven ist noch übel. Ja, aber man. Was ist so, Mann? Du hast nur ein System bekommen, oder wie? Ja, weil. War Exhaustion. Hast du auch die Korvetten reingebuttert, oder wie? Ja. Ja, das machst du halt auch nicht. Oh. Oh. Was? Oh, das klang nicht gut. Ich habe einen Titan gefunden. Welchen? Ancient. Ancient Titan. Gefunden klingt so, als lag der auf der Straße. Sounds like fun. Ach ja, stimmt. Die Crisis wird auch lustig von der Fleet Power her. Ne? Das Awakened Empire ja auch ein Witz dagegen. Also. Das ist nochmal eine Stufe stark. Wieso das denn? Was habt ihr hier eingestellt? Seid ihr behindert? Ja. Schwache Spieler so, was? Es wird alles noch schlimmer. Wo bin ich denn gelandet? Ich meine, wenn wir am Ende alle sterben, dann sterben wir halt. Aber It keeps on giving. Aber es passt zur Runde, finde ich, wenn wir alle sterben. Ja. Wir haben es alle irgendwo verdient. Der hat jemand schnell die Alloys gesichert vom Markt. Ich habe jetzt auch noch was 2005er gekauft. Ja, nee, das war ich. Keinen Cent. Aber wer hat die verkauft so schnell? Das war ich. Und warum nicht weiter? Bei euch? Ja, ich habe 24.000 Credits mit 2500 Alloys bekommen. Ich könnte jetzt am Markt. Boah, ich könnte 11.000. Ich könnte meine Energy-Probleme bereinigen. Ich habe so viel Energy Credits jetzt. Du bin ich nur ein paar Alloys losgeworden. Sag mir mal schnell, einer, wenn ich jetzt. Wenn ich 2500 kaufe und dann 11.000 Energy dafür kriege, das ist doch gut, oder? 11.000 für. Sag mal fix, es wird weniger. Ich hab dir gar nicht zugehört. Ah, ich mach keine das Ahnung. Einfach, ich kann ja eh nichts sonst. Mach das einfach. No risk, no fun. Oh, bitte was. Ey, Thomas, das war jetzt nicht ernst gemeint, dass du in der Freedom Republic einfallen solltest. Das sollte eine Metapher sein. Natürlich so, macht er das. Ich meine, ich beschäme mich nicht, aber. Oh Gott. Ja, das musst du mir auch sagen. Natürlich macht er so einen Scheiß. Ah. Aber wenn ich gewusst hätte, dass es so einfach ist, hätte ich das viel früher gemacht. Aber machen die Neoliberalen da jetzt aktiv mit oder hat Thomas sich da wieder allein reingekriegt? Die Neoliberalen führen keine Angriffskriege. Das ist kein Angriffskrieg, das ist ein Krieg für Ästhetik. Die Neoliberalen führen keine Angriffskriege. Aber du hast doch die Scheiße gebaut. Hättest du nicht den Nanitenschwamm so einfach so dreist ausgenutzt? Dann wäre dir das wesentlich. Ich hab nichts ausgenutzt. Doch, du hast nichts gemacht gegen den Schwarm und. Irgendwie 10 Systeme von mir zerstört. Nein, die haben 5 Systeme von dir zerstört und 5 von mir und dann hast du die alle wieder kolonisiert, weil ich mit dem Nanitenschwamm beschäftigt warst und du nicht. Bullshit. Du wirst einfach die Systeme nicht gönnen, weil du ein Feind der Schönheit bist. Ach, scheiße, ich hätte das Objekt Empire angreifen können. Ja, ach, hättest du. Du hättest andere Sachen gemacht. Stimmt, so groß. Halt totalen Bullshit. Ich dachte tatsächlich auch sehr lange, dass die Kriegserklärung gegen die geht, als sie mir hier auf dem Tisch lag.
Hast du irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne einer Fliege, oder? Die ganze Zeit sagst du, hey, ich klatsch das voll im Empire weg. 2 Sekunden später erklärst du Dresden den Krieg. Wegen so ein Meme. Ich hatte keine andere Wahl. Was soll ich denn sonst tun? Okay, du bist mit der Namensänderung unser. Und warum stimmen die anderen dazu? Neoliberale. Wir beteiligen uns nicht an Angriffskrieg. Wir mussten was machen, sonst wäre das gekürzt worden. Wie kannst du bei 35% Exhaustion sein? Er verliert Korvetten. Er hat den Ground Battle. Nee, wie Ground Battle. Das sind die Void Woken, die nur Scheiße bauen. Nun, Thomas. Ist doch scheiß mich ein. So, ich werde jetzt erstmal den Stellar Devourer angreifen. Macht vorher nichts. Ja, habe ich irgendwas gemacht? Ich habe irgendwie ein paar Infos available, die vorhin irgendwo sind. Oh, die Void Woken haben schon so einiges erobert, glaube ich. Mhm. Aber die machen halt sau viel Warxhaus, weil die ganze Zeit Ressourcen rausballern, wie die Deppen. Deren Juggernaut kommt mir bekannt vor. Läuft gerade alleine in Markatz rum. Bist du denn irre? In Markatz. M-A-R-K-A-Z. Da läuft deren Juggernaut alleine. Ja, gut, wir wollen jetzt nur nicht auch noch seinen Juggernaut zerstören. Das wäre ein bisschen gemein. Wenn ihn Thomas schon in so einen Scheiß reinzieht. Wie lange braucht ihr denn? Bis wir fertig sind, meine Güte. Ja, aber Dresden hüpft da unten rum und wenn er weiter. Mal da. Ja. Wie weit ist es noch? Was mich am meisten ärgert, dass ich nicht mehr Synthetic Evolution fertig kriege, weil ich brauche noch 2 Jahre. Die haben auch schon ihr Supremacist Stand. Tja. Vielleicht haben die keinen Bock. Vielleicht müssen die erst angestupst werden. Vielleicht sollte dem einer beleidigen oder so. Ja, werde ich gleich machen. Thomas! Warte kurz, wo? Hier, die Ospanian Forces. Ja, ich bin dabei, aber das leckt wie Kacke. Nee, die musst du rivalisieren. Dann kriegst du fette Boni für deine Flotte. So, jetzt hat. Ich hab's für beleidigt und Priorität erklärt. Jetzt die Hyperlane in mein Reich durch. Ja, das ist cool. Was? Warte, was, wo? Ich fick Thomas. Hey, warte, wo ist die. Wo ist die Dings? Das ist die Materialist Union im neuen Design. Doch, komm. Hm? Mach mal Schlacht für... Wir machen doch gerade eine Schlacht. Gerade im Moment Bandhelgaum ist eine Schlacht. Oh. Ja. Warum sagt denn keiner was? Ich will was sehen. Ach da, okay. Was hast du da reingebaut? Ein Dark Matter pro Korvette. Ja, das ist der Thruster. Thomas, was hast du denn da für Viecher gebaut? Battleships einfach nur. Blauen Mengen. Das ist ja nur meine Vorhut. Ich wollte die nämlich da aufhalten, damit sie nicht einfach so abhauen. Weil ich habe Materialien, ich habe so viel Zeug, ich weiß nicht mehr wohin damit. Schick's mir. Krieg mir ein paar Alloys. Wer? Die Starship. Ach stimmt, ihr seid nett. Ja, wir haben noch nie was Schlimmes. Wie viel braucht ihr? 10.000, 20.000? 15, einigen uns auf die Mitte, oder? 15.000, ich will nicht zu gierig sein. Ich bin quasi 15.000. Du erstickst in Ressourcen. Nichts gegen deine Bernie, Idee, aber der braucht es am wenigsten. Die schwächste Föderation anzugreifen. Ah. Ich find's auch schön, dass ich Thomas jetzt mittlerweile 3-mal beleidigt habe, gerade nochmal im Stellaris-Geschichten-Channel denounced habe. Und der schenkt mir 16.000 Alloys. Ja, meine Güte. Man muss vergeben können. Ich hatte irgendwie lange Zeit Probleme damit zu verstehen, warum, also wie man das begründen könnte, Leute als undesirable zu deklarieren. Ja. Aber dann ist mir klar geworden, the end justifies the means. Ja. Bitte geh dich umbringen, da verkehre ich den Krieg. Ich möchte Dresden denouncen für den Witz. Und da macht das doch. Tu es konsequent. 1000 Alloys in die Wortwitzkasse zahlen. Wer hat den Witz gemacht? Die Ents. Thomas war das. Die okay, Ents. Wieso schließt du mir jetzt die Grenzen? Weil das war mir zu viel schlechter Humor. Weil ich hab den Witz nicht gemacht. Das war ehrlich. Ist mir egal, du hast ihn ermöglicht.
Ganz ehrlich, Thomas, dieses Spiel ist einfach ein Blinder mit einer Pumpgun. Wow, was für ein komplett sinnloser Krieg. Danke. Das hat nur den Volk uns geschadet, glaube ich. Jojo kommt zurück und wundert sich, warum irgendwie seine ganze Flotte zerstört ist. Und wir können alle beruhigt sagen, Thomas. Es war Thomas. Was? Thomas hat mich angegriffen? Nein. Viel besser. Viel besser, er war dein Problem. Meine Leute lieben mich einfach. Du produzierst dann bestimmt viel zu viele Alloys, die du dann abgeben musst. Nein. Zum Beispiel als Kriegsreparation an die armen Empires, die du unterdrückst, wie die Freedom Republic. Nein, die haben es drauf angelegt. Was die? Was haben denn die Freedoms angelegt? Ich hab nichts getan! Marktmanipulation. Genau. Die ganze Zeit haben die... Ich verliere schon wieder Energie. Aber der Markt ist jetzt aber in United Species, ne? Also wenn da jemand manipuliert,